guten Abend, wenn man das nach diesem Spiel sagen kann. Ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig auch ein bisschen kaputt. Ein wahnsinnig intensives Spiel. Deshalb herzlich willkommen hier aus unserer Tuax-Pressebox. Ja, wir müssen, glaube ich, alle erstmal runterkommen. Hab schon gesagt, Endergebnis 5:4, Zuschauer 6.770. Ausverkauft das Haus damit, das haben Sie ja mitbekommen. Und ansonsten habe ich schon gesagt, ein packendes Derby, da war alles drin. Was ein Auftakt in diese Derby-Saison, wenn man so will, was Frankfurt und Kassel angeht. Ein unglaubliches Spiel mit viel Intensität. Rico, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, danke schön, guten Abend zusammen. Das ist mein erstes Mal hier in Frankfurt und ich will dem gratulieren letztes Jahr an Paul Czerno und die Mannschaft für die Meisterschaftssaison letztes Jahr. Ja, erstes Drittel, wirklich gut gespielt. Wir waren diszipliniert, wir waren taktisch sehr gut. Wir haben wenig zu bekommen und wir hatten unsere zwei Tore geschossen. Zweiten Drittel war ein komplett anderes Spiel. Wir haben unsere Disziplin verloren. Wir haben unsere taktische Marsch verloren und stehen wir unten 4-2. Dann haben wir im letzten Drittel ein sehr gutes Kampfgeist gezeigt, ein sehr gutes Will gezeigt und wir haben zurückgekommen und fest das Spiel ausgeglichen. Es sind viele gute Dinge, die wir kennen von diesen Derby-Niederlagen nehmen, aber trotzdem, ein Derby-Niederlage ist immer scheiße. Aber wir würden die guten Dinge von diesen Niederlagen nehmen, nicht die schlechten Dinge. Vielen Dank. Ja, Paul, so how about your heart rate? Is it down yet or? Yeah, it's getting close. Just happy to win. It's a great, entertaining hockey game. I'm not so sure the coaches love every minute of it. Some turnovers and some plays that both teams can probably improve on, but it was entertaining. Some great players scored some great goals and fortunately, we scored one more than them. We had a lot of guys that battled real hard, and to kill off four penalties in the third period when the game was on the line was great effort. And so take our 3 points, be very happy with it, rest tomorrow, and get ready for another derby on Sunday. Ja, also zusammengefasst, Paul ist natürlich sehr glücklich über den Sieg. Auch er stimmt unserem Eindruck zu. Ist natürlich ein wahnsinnig unterhaltsames Hessen-Derby gewesen. Nicht immer für beide Coaches vermutlich. Da gab es doch ein paar Szenen, die den beiden Kopfschmerzen bereiten. Einige großartige Spieler haben heute auch großartige Tore geschossen, auch auf beiden Seiten. Auch das kann man sicherlich festhalten. Insbesondere hat Paul nochmal die Unterzahl hervorgehoben und gelobt, die dann Schwerstarbeit zu verrichten hatte gegen Ende des Spiels. Und jetzt gilt es, die Beine hochzulegen und so gut wie möglich zu regenerieren. So, dann kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter, sofern denn welche vorhanden sind. Bitte, Radio Bob, unser Medienpartner. Ja, es geht ja nicht nur um Regeneration, es geht ja auch darum, sich wieder heiß zu machen. Geht das überhaupt nach so einem emotionalen Höhepunkt? An Paul, oder? Ja. Paul, she's asking, it's not about the regeneration, but it was so intense, and there's another derby coming up on Sunday, so can it be again so intense? I'm not sure if the intensity will come, but hopefully we come with the same intensity. We'll relax tonight, watch a baseball game late tonight, and have short practice tomorrow, and hopefully we can bring it again. You know, it was game 11 in the season and game 12 on Sunday, but it's great intensity to play with. I hope we can bring that intensity again. Also, er hofft natürlich, dass die Intensität dann auch am Sonntag da ist, aber als TV-Tipp heute Baseball im Hause Gardner und ansonsten hofft er, wie gesagt, dass es mitgebracht wird, auch am Sonntag und hat nochmal betont, morgen dann ein kurzes Training und relaxen. Weitere Fragen? I don't want them staying up that late. Okay, also die Frage war, ob nur er Baseball guckt oder die Spieler. Und dann hat er gesagt, nee, die Spieler müssen schlafen gehen, er guckt die Nacht durch. Gut, weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir noch zu den Endständen der anderen Begegnungen. Gab es halt auch noch ein Derby, unter anderem Kaufbeuren-Riesersee 1:2, Freiburg-Bad Nauheim 3:2 nach Verlängerung, Bad Tölz-Ravensburg 1:5. Bei Lausitz-Dresden ging es ins Penaltyschießen. Vielleicht hat da jemand das Endergebnis. Die App hier hat sich noch nicht aktualisiert. Da stand es 2:2. Das war, wie gesagt, das zweite Derby des Spieltags. Gucken wir mal. Bietigheim-Krimmitschau 7:3 und
Heilbronn Bayreuth. Das ist erst im zweiten Drittel wegen Beginn 20 Uhr. Da stand 3-4. Ja, Rico, dann gute Heimfahrt. Wir sehen uns ja noch öfter die Saison. Ihr spielt am Sonntag gegen Bad Tölz. Viel Glück natürlich. Und für die Löwen Frankfurt, das ist bekannt, geht es nach Bad Nauheim. Und ansonsten nächsten Freitag hier dann gegen Heilbronn. Bis dann und tschüss. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.